Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn die Kamera mal umfällt, es tut mir leid, ich habe sie versucht, so gut wie möglich zu fixieren und fixieren. Sorry Leute, ich kann es nicht aussprechen. Gut. Heute habe ich mal wieder eine ganz neue Freundin, die Violetta. Begrüß dich mal. Hi. Ja. Heute machen wir mal was ganz Neues auf dem Kanal. Die 3-Marker-Challenge. Hier, wir haben uns gegenseitig Sachen gemalt. Sie hat mir My Little Pony gemalt, diesen Flatterschein mit dem Eis. Und passt zum Thema Eis, weil es ist ja jetzt auch Sommer, habe ich noch ein Eis gemalt für sie. Ja? Genau. Die machen wir heute mit diesen Stiften. Ja, wir müssen die Augen zumachen. Leute, es sieht jetzt so komisch aus, aber da sind alle Farben drin. Und ja, ich ziehe. Ja, mit geschlossenen Augen. Ja, okay, ich weiß. So, Leute, ich habe die Augen zu, versprochen. Aha, okay. Ich nehme dies, das und das. Jetzt bin ich okay, rot, Hautfarbe und lila. Ja, gute Farben. Okay. Okay. Aha, aha, und gute Farben. Okay, du hast pink, hellblau und pink. Hell, grün. Ja, hellgrün. Ich habe halt Hautfarbe rot und lila. Sie hat hellblau, hellgrün und pink. Und damit malen wir das jetzt aus. Mhm. Okay, let's go. Das wird ein bisschen schwer jetzt. Ja. Wir machen jetzt kein bestimmtes Tempo. Ja, weil das ist dann ein bisschen... Ja, am Ende schauen wir. Wir haben jetzt nicht gleiche Sachen gemacht, weil wir dachten, wir machen jetzt zwei Sachen, aber wir dachten, dann machen wir lieber nur eine Sache, weil es ist sowieso schon ein bisschen viel Aufwand, eins zu malen. Ja, nicht verraten, ne? Das schauen wir am Ende. Okay. Und Leute, ihr dürft am Ende entscheiden, wer gewonnen hat. Ja, wer gewonnen hat. Genau. Ich glaube, das Eis wird gewinnen. Vielleicht. Ich glaube, der My Little Pony. Ihr müsst selbst entscheiden, wer jetzt die 3-Marker-Challenge letztendlich gewonnen habt. Wenn ihr wollt, dass wir mehr von solchen Videos machen, zum Beispiel 4-Marker-Challenge oder sogar... 3-Marker-Challenge. Es gibt nicht nur 3-Marker-Challenge. Ah ja, es gibt auch die 2-Marker-Challenge, glaube ich, oder? Ja. Leute, ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst, ob es die 2-Marker-Challenge gibt. Die Einmarker-Challenge wäre, glaube ich, ein bisschen komisch, weil man nur eine Farbe benutzen darf. Wir machen jetzt heute mal die 3-Marker-Challenge. Wenn ihr wollt, dass wir die 4- oder 5-Marker-Challenge machen, schreibt das in die Kommis. Ja, Kommis. Baba. Die Kommentare. Also in die Kommentare. Wisst ihr schon. Das ist nämlich ein bisschen schwer sogar, weil man was Gutes... Also ich bräuchte jetzt Sophia. Ich verwechsel andauernd Namen. Die Violetta, meine ich. Ja, genau. Ja, Violetta. Ja. Könnt ihr jetzt eigentlich aussuchen, zum Beispiel von Sorten. Also ich bräuchte jetzt pink, irgendein und gelb für die Dings. Und ja, das ist sogar ein bisschen schwer, wenn man zum Beispiel komplett andere Farben hat. Bei mir geht es ja noch. Ja, bei uns beiden geht es. Wenn man jetzt braun, schwarz und... dunkelblau nehmen würde. Mhm. Sorry an die Leute, die dunkelblau oder schwarz oder braun oder irgendwie sowas mögen das und einen richtig fröhlichen Regenbogen machen muss, dann wäre das natürlich ein bisschen fies. Ah, Leute, ihr könnt auch mitmachen. Wie mitmachen? Also die 3-Marker-Challenge. Ach so, ja. Ihr könnt auch gerne mitmachen, wenn ihr wollt. Ja, ich könnte auch eine machen. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Und wir sind gleich schon am Ende, stimmt? Mhm. Wir können noch ein bisschen dauern. Violetta, wenn du willst, kannst du gleich die Leute ein bisschen unterhalten. Mhm. Bei mir dauert es wirklich nur noch ein bisschen. Sorry, Leute. Mein Gott, ich bin schon fertig. Ja, ich habe auch ein schwereres Motiv. Warte, ich mache noch ein bisschen hier. Ja, mach, was du willst. Wir beeilen uns jetzt auch, damit das nicht allzu langweilig wird. Alter. Denn Leute, ja. Wenn es jetzt nicht so extrem ordentlich ist, es tut mir leid, ich beeile mich schon. Ich will nämlich kein langweiliges Video.
Ich habe keine Sprachfehler, Leute, damit ihr es denkt. Nur manchmal, wenn ich mit euch rede, fällt es mir ein bisschen schwer. Mhm. Ja, dann sieht schon schön aus. Ja, wir werden es gleich noch den Zuschauern zeigen. Ja. Falls was, Leute, denkt nicht, dass ich in einem anderen Land aufgewachsen bin und jetzt eine andere Sprache gelernt habe. Es ist einfach nur irgendwie so, keine Ahnung. Das ist halt ein bisschen anders, wenn man mit einer Kamera redet. Mit uns auf YouTube redet man mit einer Kamera. Oder mit euch Zuschauern da draußen. Mhm. Und das seht ihr über ein Handy, Tablet, Kamera, Fernsehen. Okay, Fernsehen, Kamera glaube ich nicht. Also ihr seht es über Tablet oder Handy oder was auch immer. Oder PC oder Laptop oder Computer. Keine Ahnung. PC ist ja gleich viel Computer, egal. So Leute, ich bin auch schon gleich fertig. Genau, gleich fertig. Ich muss noch etwas anmalen. Ich dachte, du bist schon fertig. Nein, doch nicht. Okay. Ist doch nicht fertig. Dann ist sie fertig, dann ist sie doch nicht fertig. Dann bin ich doch fertig, dann noch nicht. Ja, okay, ich habe viel Hautfarbe und die Rot ist also relativ wenig. Ich bin fertig. Dann warte doch. So, du musst noch das Cutie Mark machen. Was? Du musst noch das. Ja, das Cutie Mark. Ist mir doch egal, ich nehme jetzt dafür rot. Weil ich wenig rot benutzt habe. Oder Leute, ich weiß, wie ich das Cutie Mark mache. Leute, wenn ihr fragt, das ist das Zeichen an der Seite, dass die My Little Ponys haben. Ja. Wir sind keine Bros, aber okay, fertig. Sophia? Warum komme ich die ganze Zeit auf den Namen Sophia? Mir fallen ständig Namen ein. Namen. Guck mal, was ich gemalt habe. Ja, die Violetta. Habe. Guck mal. Das ist halt ein Eis. Ja. Das ist ein schickes Eis. Schickes Eis. Ja, grün vergammelte Stäbe. Blauer Glasur, pink. Kugeln und Waffeln in allen Farben. Und ja, Ich habe das hier gemalt. Das ist eine Hautfarbe und lila. Mhm. Ein roter Waffel. Und die Cutie Mark habe ich versucht, lila und rot zu machen. Mhm. Und ja, Leute, das war's eigentlich schon mit unserem Video tatsächlich. Mhm. Wenn euch natürlich das Video gefallen hat, lasst ein Like da, aktiviert natürlich die Glocke. Mhm. Und ja, wenn euch mein Kanal auf jeden Fall gefällt, dann könnt ihr mich abonnieren. Und ja. Ich habe auch einen Kanal, wenn was. Ah, oh, okay. Ja, also wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst natürlich ein Like, wenn nicht, dann nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Wenn ihr wollt, dass wir noch mehr Marker-Challenges machen, dann schreibt sie natürlich in die Kommentare. Mhm. Vielleicht kommt sogar noch ein Video vor, wenn ihr wollt, dass Violetta noch ein Video vorkommt. Mhm. Dann, ja, sagt's auf jeden Fall. Also schreibt es in die Kommentare. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.